Vier Kerzen von Elli Michler. Eine Kerze für den Frieden, die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht. Für den Tag voll Traurigkeiten, eine Kerze für den Mut. Eine Kerze für die Hoffnung gegen Angst und Herzensnot, wenn Verzagtsein unseren Glauben heimlich zu erschüttern droht. Eine Kerze, die noch bliebe, als die wichtigste der Welt. Eine Kerze für die Liebe voller Demut aufgestellt, dass ihr Leuchten den Verirrten für den Rückweg ja nicht fehlt, weil am Ende nur die Liebe für den Menschen wirklich zählt. Weihnachten, die stößte Zeit im Jahr. Aber haben wir es denn heuer nicht schon stark genug gehabt? Ganz sicher, was unser gesellschaftliches Leben angeht, unsere sozialen Kontakte. Aber die weihnachtliche Stille vermittelt ja ganz was anderes. Es ist die Stille, die aus dem Herzen kommt und die uns Hoffnung vermittelt. Hoffnung, die in unserer Stadt als Solidarität gelebt wird. Solidarität, die beim Nachbarn anfängt, über unsere heimische Wirtschaft geht und weit darüber hinaus. In vielen Gesprächen habe ich nicht nur die Solidarität und die Hoffnung vermittelt gekriegt, sondern auch den Blick nach vorn, ganz egal wie schwer das die Zeit auch sein mag. In diesem Sinn feiern wir auch heuer wieder unser Weihnachtsfest im Kreise unserer Familie und unserer Liebsten. Sicher ein bisschen kleiner als wir die letzten Jahre, aber dafür umso herzlicher. Im Namen der SPÖ Bad Ischl wünsche ich uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein hoffnungsvolles Jahr 2021.